musst ja auch wo sein. Wirf dich in den Staub. Und vor okay, unsere Zuschauer. Naja, du wirst ja wohl ordentlich was liegen haben. Deine Reste. Deine Vorratsbeutel. Hab ich auch noch nicht. Hast du auch noch nicht? Das ist aber schlecht. Ja, meine Lieben, dann könnte der Tati zu ihrem Geburtstag Vorratsbeutel schicken. Dass er Oma auf den Boden fallen kann. Ohne dass er gleich verhungert. Herzlich willkommen, Tati, zu deinem Dienstag. Wie geht's dir? Ja, gut. Gut? Geht ganz Hallo gut, gell? Zusammen. Was ist? Geht ganz gut, gell? Habe ich gesagt. Ja. Noch. Nächste Woche nicht mehr. Ach, na ja. Bin ich alt. Ja, bist du jetzt schon? Werde ich 30. Sicher, sicher. Ja. Dann ist's vorbei, bei Tatilein. Ja, dann ist rum. Ach ja. Dann werde ich mir ein paar Fango-Packungen gönnen, damit ich mich schon mal an das Gefühl gewöhnen kann. Feuchte Wärme? Wieso wird es eine Sumpf werden? Feuchte Erde. Einsumpfen lassen ist auch cool, oder? Ja, wie die Dinos. Das hält dann länger. Und irgendwann in ein paar hundert Jahren klebt mich einer aus. Genau. Schnell wieder draufkippen. Schön zu. Ja, tatsächlich. Moorleichen, ja. Halten länger, ja. Halten länger, also. Leichen bestmöglichst nicht im Moor entsorgen. Ja. Ganz blöde Idee. Ja, jetzt müssen wir ja noch eine Fahndung ausschreiben, ne? Für? Habe ich gehört. Für einen diebischen Osterhasen. Ach so, ja. So ein Miststück. Sag dir. Hat der mir den... Er bringt die Folge wieder raus. Danke. Ja. Schon mal dankt. Ja, gemein, ne? Voll fies. Eier verstecken nicht genug, muss er das auch noch gleich mit ganzen Tati-Dienstagsfolgen machen. Das finde ich ganz schön, finde ich schon gemein. Ja, ja, ja. Der soll mir nächstes Mal kommen. Für nächstes Jahr bin ich vorbereitet, habe ich gleich schon ein paar Fallen gekauft. Dann wird er an, ja. Wird er an seinen Löffeln aufgehangen auf dem Dachboden. Ja. Das sagt er. Mit so ganz fiesen, kneifenden Wäscheklammern. Ja, ja, ja. Die ganz alten aus Holz. Wenn er Glück hat, dann kriegt er auch noch ein paar Splitter in die Ohren und so. So nicht. Tja. So ist es wohl. Was machen Sie denn, Frau Tati? Ich sticke. Was denn? An den Frühlingsgnomen. Aha.
Du bist wieder Weil die sind fleißig. ja seit dem 1. April dran. Du bist wieder strebsam an deinem Stitchelung. Ich habe auch schon 18,47%. Na guck. Also quasi fertig. Quasi. Das ist schön. Wir drehen schon wieder die Augen. Ich nicht immer gleich das Weinen anfangen vor Stolz, wenn ich dir erzähle, wie strebsam ich bin. Doch, ich freue mich immer so sehr. Muss ich gleich in Freudestränen ausbrechen. Ja. Ja. Noch jemand, der fast in Freudetränen ausgebrochen ist. Auf jeden Fall sind die Augen sehr, sehr groß geworden. Aha. War nämlich Sonntag in geheimer Mission unterwegs. Oh, hast du Double Cream Kekse gekauft? Nee. Nee, okay. Ich habe einen Frosch käuflich erworben, also vor Sonntag schon. Den habe ich mir dann geschnappt, habe mich in meinen kleinen roten Flitzer gesetzt und bin Richtung Frieda gefahren. Ja. Ohne jeglichen Kreisel. Ach, schade. Der Strecke, die ich genommen habe, gab es keinen Kreisel. Oh. Da hättest du noch mal richtig Frieda-Vibes Ja. abgekriegt. Okay. Und dann habe ich sie auf der Arbeit überrascht. Ach, guck. Da war sie bestimmt total verwirrt und konnte gar nicht reden, so unvorbereitet. Dann habe ich da geparkt, bin da reingestiefelt und dann war sie erst noch beschäftigt. Dann dreht sie sich um, guckt mich an und dann habe ich gesagt, na. Und dann sind die Augen ganz groß geworden. Das glaube ich jetzt nicht. Und zack, hatte ich eine Frieda um den Hals hängen. Oha. Na gut, aber Frieda ist ja nicht ganz so schwer, das kann man auch mal um den Hals hängen haben. Ja, ging ganz gut. Das ist doch schön. Ja, haben wir uns alle sehr gemeinschaftlich gefreut. Wunderbar. Und was für ein Frosch? Was hast du für einen Frosch gekauft? So ein Plüschfrosch. Ein Plüschfrosch. Max. Plüschfrosch. Ein Plüschfrosch. Plüschfrosch, Ja. Plüschfrosch, Weil sie ja da irgendwie im letzten Update-Video erzählt hat, was sie alles rocken muss beim ach ja, stimmt. Sticken. Stimmt. Und sich gewundert hat, was das für komische Wörter immer sind. Ja, Ja. habe ich gedacht, kann so ein Frosch zur Unterstützung brauchen. Quark. Ja. Das ist ja eine hervorragende Idee. Ist er? Das ist doch Dafür schön. habe ich dann sogar noch einen Kaffee ausgegeben gekriegt. Ach, guck. Aber Kekse musstest du ja alleine kaufen. Ich habe gar keine Kekse gekriegt und ich habe auch keine Kekse gekauft. Warum nicht? Ich hatte ja noch Kekse. Und hast du die jetzt auch noch? Betretenes Schweigen. Siehst du? So schnell kann es gehen. Schon bist du wieder kekslos. Ich weiß gar nicht, von was für Keksen du redest. Ich hatte niemals Kekse. Du hattest Die niemals Rolle Kekse. war leer. Am Lehrjahren. Bei Frieda gibt es auch Oreo-Kekse, denke ich.
Ja. Ja. Aber auch zu gesalzenen Preisen. Das muss man halt auch dazu sagen. Süßes schmeckt nur mit Salzigem zusammen. Jetzt aber. Jetzt ist hier ein Knoten drin. Blödes Mistding hier. Ja, also. Irgendwie musste zusammenkommen. Aber ich weiß jetzt, wo die Kekse herkamen. Ah ja, na bitte. Es hat sich aufgedeckt. Ah, die Und Frieda hat der sich Fehler aufgedeckt. im System war, dass da eigentlich hätte ein Zettel bei sein müssen, der aber nicht dabei war. Ah. Sonst hätte ich das gleich gewusst, wer das gewesen wäre im Wohnwagen. Totentäter. Ja. Ah ja. Es wurde dann nämlich nachgefragt, ob ich dann ein Paket gekriegt habe. Nicht. Ah. Du warst das also. Na schau. Ich mich auch noch mal ganz, ganz doll bedankt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und dann bist du wieder abgedampft oder was? Naja, so 2 Stunden bin ich schon da geblieben. Ich kann sie ja auch nicht ewig vom Arbeiten abhalten. Du kannst schon, du wolltest nur nicht. Warum wolltest du nicht? Wir haben ja beschlossen, dass wir uns jetzt auch öfter mal zum Sticken treffen. Boah, dann seid ihr ja noch produktiver. Wie ekelhaft. Ja. Bah. Vor allen Dingen Tanja, weißt du, die macht ja, keine Ahnung, 100 Stiche in 5 Minuten. Ja, irgendwie schon, oder? Die stickt ja wie eine Nähmaschine. Bzz, 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 bzz. Oh. Das War ist aber sehr cool, schön. das freut mich. Sehr. Oh. Und der Tati, nee, die Tati noch viel mehr. Hüx. Stimmt also. Genau. Das sowieso. Und jetzt habe ich noch Woche Urlaub. Ihhh. Das ist ja unangenehm, einfach Urlaub haben. Hast doch gerade mal mit Arbeiten angefangen, kannst doch nicht schon Urlaub haben, sag mal. Bin halt so gut, dass ich schon Urlaub haben kann. Meine Unbelievable. Tochter hatte sich angekündigt für die Woche und dann habe ich nachgefragt, ob das möglich wäre, dass ich dann auch Urlaub haben kann. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, das ist möglich. Und dann habe ich das gemacht. Weil ich bin zwar zu Hause, wenn ich arbeite, aber ich bin auch irgendwie nicht zu Hause, wenn ich arbeite, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, verstehe ich. Ich bin sozusagen Schrödingers Zuhause. Ja. Ich verstehe. Ja, die Katzen haben das irgendwie noch nicht so begriffen. Dann ist er also zu deinem Geburtstag bei dir. Das ist doch fein. Ja. Da muss er den Kuchen also nicht alleine essen. Welchen Kuchen fragst du dich? Ja, den du backen wirst. Ich frage mich gerade, ob ich meiner Tochter nicht sage, sie muss eigentlich dann eher früher wieder fahren. Back doch einfach zwei.
Einen für dich und einen für den für potenzielle Gäste. Auch eine Idee, ja. Siehst du? Ich habe mir letzte Woche ein Diamond Painting Bild gekauft. Na, magst du etwas verraten oder möchtest du uns im Dunkeln lassen? Ich sag mal so, es heißt so, was auch für eine gute Beschreibung für mich wäre. Hummel Einhorn. Irgendwas mit Einhorn, ja. Ein Pummel-Einhorn. Okay. Ja, von Tini. Ja, ich weiß. Welches hast du gekauft? Ach, ist eigentlich auch eine blöde Frage, natürlich das mit der Keksdose. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gekauft, aber das Nö. hat Gründe. Okay. Ich werde es trotzdem kriegen, aber ich darf es Hä? nicht kaufen. Halt? Was? Was? Ich verstehe nicht. Doch, ich glaube, ich verstehe es, aber. Es hat was mit meinem Geburtstag zu tun. Ja, ich glaube, es hat auch was mit einer Frau D zu tun. Ja. Ja, wusste ich doch. Den kann man nicht vormachen. Ja. Und so kriege ich dann im Prinzip beide. Oh. So, so, so. Ich habe sie. Kleine Anatomie. Yes. Anatomie. Das ist gruselig. Lass das. Apropos Einhorn. Ja. Ich habe ja von Charissa habe ich ja mal so ein kleines Einhorn, so ein Schlüsselanhänger-Einhorn gekriegt. Ja. Und es hängt ja seitdem an meiner Handtasche. Ja. Und mit dieser Handtasche war ich ja dann auch bei Tanja. Ah, ja. Und dann hatten wir uns, ich weiß gar nicht, 1 oder 2 Tage später, haben wir im Discord mit Katrinchen gesprochen. Zu Katrinchen. Die hat auch wirklich ein Einhorn in der Handtasche. Ey, wann trefft ihr euch denn? Wenn ich darin gucke, ist immer leer. Ist ja Ja, muss unglaublich. halt schon mal gucken. Ihr versteckt euch bloß. Ja, wir wollen Wir wollen, nur du, ausgewählte Leute. ja. Sag's Ja. doch. Sag's doch. Du nicht. Tja. Ja. Als würdest du das nicht ernst meinen oder so, ne? Dass ich einmal nochmal. Ja. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass die wenigsten Dinge, die ich sage, werden ernst genommen. Woran das nur liegt? Ich habe keine Ahnung. Dabei meine ich immer alles grundsätzlich todernst. Außer das, was ich nicht ernst meine. Genau. Und jetzt finde den Unterschied. Tja, da muss man halt zwischen den Zeilen lesen. So, jetzt habe ich hier einen verkrüppelten Schmetterling. Mache ich Ja. den Flügel jetzt so fertig oder mache ich was anderes? Tja. Warten wir ab, was du machst, und ich gebe dir eine psychologische Analyse über dein. Ja.
Ich mache jetzt erstmal was anderes. Ja, das habe ich mir gedacht. Oder hast du dich gedacht, wa? Ja. Ist die Farbe leer? Wir brauchen mehr 801. Warum? Weil das Schild so viel 801 braucht. Das ist ja Ich weiß doof. nicht warum. Ich hab's nicht immer. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Zupf. Naja, das sagen alle. Ja. Aber nur bei mir stimmt's. Jetzt ist aber die Frage, warum hast du keinen Kreisverkehr passiert? Weil ich aus einer anderen Richtung fahre wie Tanja, wenn sie zur Arbeit fährt. Aber du hättest es schon machen können, oder? In der Theorie hätte ich auch da über den anderen Ort fahren können und dann wäre ich ab da im Prinzip den gleichen Weg gefahren wie sie. In der Praxis kenne ich aber den anderen Weg besser. Ich wollte ja ankommen. Ich Im wollte nicht Zweifelsfall wärst irgendwo du so lange im Kreis bleiben. gefahren, bis Ja, irgendwann Tanja gekommen wäre. ich hänge hier im Kreise. Hilfe. Hey. Hey. Ja. Tatsächlich auf der Strecke zu ihr von mir, die ich gefahren bin, kein einziger Kreisel, ne? Voll öde. Da hat ja unser Ort schon mehr. Nämlich ganze zwei. Hey. Oder haben wir noch einen? Überleg gerade, ne. Oder kriegst du schon nicht mehr mit? Wahrscheinlich. Ich fahre wahrscheinlich durch jeden Kreis einfach Fahr da einfach geradeaus durch, drüber. deswegen fällt mir das nicht auf. Weil wir haben bei den Kreiseln immer so eine. Also, das ist kein flacher, sondern. Also, du würdest auch mit dem LKW da drinne stecken bleiben. Das sind richtige Inseln halt. Ja, also hier in Bad Neustadt haben wir auch unterschiedliche. Der große, wenn du reinkommst nach Bad Neustadt, der hat auch so einen riesen Hügel. Also wenn du da mit Karacho drauf fährst, kannst du es vielleicht als Rampe benutzen. Aber dann gibt es auch einen, der, also da ist gar nichts in der Mitte so wirklich. Da haben sie einfach mit so Kopfsteinpflaster ähnlichen Steinen. Der ist auch sehr klein, weil deswegen dürfen die den nicht so machen, da wird sonst kein LKW rumkommen. Warum dann da unbedingt ein Kreisel hin muss, weiß ich dann allerdings auch nicht. Um Aber sich da eine kannst Ampel du zu einfach sparen. geradeaus drüber fahren. Ja, nee. Bei uns sind ja alle bepflanzt. Oh. Da brauchst du schon so einen Monster-Truck und Anlauf. Naja. Wie hast du denn Ostern verbracht? Ruhig und brav. Und bei Tanja.
Aber hier ist ja nichts los an Ostern. Was ja nicht Eiertrudeln oder irgend sowas. Nö. Ich habe mit Ostern jetzt auch nicht so sonderlich viel mehr am Hut wie mit Weihnachten oder anderen Feiertagen. Bin ganz Jahresgrinch. Na Mensch, lass halt nicht die Arbeit hören, sonst teilen sie sich dann für Ostern ein und alles. Auch kein Problem. Ne? Das war ja, also eine Zeit lang haben wir ja tatsächlich gedacht, dass wir da arbeiten müssen. Das hat mich aber auch nicht gejuckt. Ist mir Wuppe. Bin noch zu Hause. Boah, egal. So, dir ist alles gleichgültig. Na toll. Ja, das wird aber auch noch spannend an manchen Feiertagen, weil ich wohne ja in Bayern und die haben ja bekanntlich mehr Feiertage als jeder andere Staat gefühlt. Ja. Mein Arbeitgeber ist aber nicht in Bayern. Das heißt, ich werde auch an Tagen arbeiten müssen, an denen mein Mann hier denkt, oh, ich habe Feiertag. Stimmt. Oh, dann wird's aber schwierig. Aber gut, du hast ja jetzt ja dein eigenes Arbeitszimmer. No. Mein Mann hatte dann erst die Idee, dass wir hier unten noch einen Tisch aufstellen, wo wir das Arbeitsgerät draufstellen. Und da habe ich gesagt, nee, das wird mir hier unten viel zu voll. Und außerdem, wenn ich hier unten arbeiten würde, dann müsste er ja mucksmäuschen still sein. Ja. Das ist ja viel besser, wenn ich dann oben hocke, dann kann er hier unten, also vielleicht nicht so rumbrüllen, wie er es manchmal nachts macht, aber. Aber ansonsten kann er hier ja eigentlich ganz normal agieren. Na, ich glaube, das wird ihm schon besser gefallen. Spätestens an den Feiertagen, die ich nicht habe. Das denke ich wohl. Das ist doch fein. Möchtest du uns sonst noch irgendwas Lustiges erzählen von der Ich habe Arbeit? heute einen sehr lustigen Anruf. Erzähl. Lass uns Ja, teilhaben. die gute Dame rief an und sagt, ja, hier, ich komme nicht in mein Kundenportal. Also in das für Strom komme ich rein, aber für Internet nicht. Ich habe hier auch irgendwelche Zugangsdaten, aber irgendwie Telefonnummern, nee, die sind für was anderes. Und dann habe ich nachgeguckt und gesagt, ja, also hier ist belegt, dass Sie im Februar einen Brief von uns bekommen haben mit den Zugangsdaten fürs Kundenportal. Und dann hat sie nochmal geguckt, ja, nee, ich habe jetzt hier nur den für, also mit den Telefonnummern halt. Ne? Nee, der muss dies und jenes Datum haben und dann hat sie noch geguckt und geblättert und dann auf einmal so, oh, ja, also eigentlich habe ich ja nur angerufen, um Ihnen persönlich nochmal einen schönen Freitag zu wünschen. Ja, so nett können die Leute sein. Ja. Das ist doch schön. Ich habe letztens tatsächlich auch auf Arbeit so einen ähnlichen Anruf getätigt.
Ja, die meinte dann auch, naja, und hier, und das können sie ja auch online machen und tralala, das weiß ich. Aber ich wollte ihre Stimme. Weil das auch, also wenn du da Bestellungen an, oh, jetzt bin ich eh zu weit, aufgibst, klar mache ich das sonst online, aber es sollte halt schnell gehen und das ist halt immer bloß die eine Dame. Man kennt sich Man schon. kennt sich. Ja. Ja, ansonsten, also macht Spaß, weil so ein oder andere Kunde oder Kundin, die bringen mich dann auch innerlich schon zum tiefen Atmen. Ist Was ja sehr aber gut sein soll. wenig, ja. Was aber weniger damit zu tun hat, wenn sie halt sauer sind oder so, ne? Also das interessiert mich, also das belastet mich nicht, wenn die sauer sind und da irgendwie rumgreifen oder ich weiß nicht was. Aber wenn sie halt persönlich beleidigend werden, dann. Ach, das ist schwierig, das muss man auch nicht machen. Ich meine, was hat man denn davon? Erwartet man, dass die Leute dann schneller werden? Oder irgendwie jetzt die Sache mit einem Fingerschnippen beseitigen können? Ihr seid ja Ja, letzten also. Endes auch die armen Würstchen am Ende der Kette. Ja, also die allermeisten fangen auch oft mit so einem Satz an. Ich weiß nicht, dass sie nichts dafür können, aber. Genau. Lassen Sie doch einfach das Aber. Das, also da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Man versteht das in den meisten Fällen, dass die Leute dann verärgert und frustriert sind und so, ne? Aber persönlich beleidigend werden, schwierig. Das muss man nicht machen. War das bei dir oder bei mir? Ich hab nichts Dann war das bei mir. gehabt hier. Wild hupende Menschen. Ja. Sowas macht man nicht. Ich hatte heute auch beim Einkaufen. Ich war mit meinem Kind. Es ist ja selten, dass er mitkommt. Ich frage ihn ja immer, aber meistens sagt er nee. Dieses Mal ist er tatsächlich mitgekommen. Hallo? Ja. Geht er? Ja. Ach, nein. Ich glaube, Geht redet nicht Na, mit mir. doch. Aber ich bin rot. Ich werde zwar angezeigt, aber ich bin rot. Redest du? Hallo. Noch. Schade. Machen wir kurz La Pause. la 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 la. Versuche ich meine Story zu beenden. Ja. Ja, heute beim Also. Einkaufen. War dann auch ein Pärchen. Mein Kind war mit. Selten ist es so. Aber diesmal. Ist er mitgekommen? Und dann war dann da ein Pärchen und naja, wie das bei Mädels halt so ist, wenn die andere Mädels treffen, naja, dann schneckt man ein bisschen, ne? Ja. Und das war auch nicht lange, ja? Und dann brüllte dann die andere schlechtere Hälfte dann irgendwann los. Oh, wenn ihr reden könnt, dann könnt ihr euch auch zum Kaffee trinken verabreden, bla bla bla, wo ich dachte, in einem Ton, wie du denkst, boah, Nettes Persönchen. nettes Persönchen. Vor allen Dingen, wisst ihr, in der Zeit, der hätte ja schon den ganzen Einkauf fertig machen können.
Lass sie doch quatschen, pack ein, was er braucht, und dann kannst du immer noch sagen, ey, wir müssen dann mal langsam los. Wäre schön, weil ich habe noch was anderes zu tun als. So. Ja, Nein. hätte er machen können. Er hat sich aber entschieden, Lieber ein in Arschloch zu Aalen sein, zu bleiben. ja. Und dann bei der nächsten weiblichen Person, die er kannte, dann wieder scheißfreundlich zu sein plötzlich. Weißt du, da kann ich gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Naja. Jedenfalls habe ich zu meinem Kind dann gesagt, redest du jemals so mit deiner Frau? Dann schlag ich dich. Das erste Mal in deinem Leben. Genau. Aber dann. Und dann hat er gesagt, Frau Mutter, halten Sie Abstand von solchen Methoden. Ja, dann kommt er mit dir Sätzen und so. Weißt Gesetze, Gesetze. Sag ich, in dem Satz Das ist steht auch, mein. dass du mir helfen musst im Haushalt. Vor allen Dingen würde das ja unter Nothilfe. Weil es war ja ein psychischer Schaden, der der Frau zugefügt worden ist. Korrekt. Also wäre es ja Nothilfe, wenn du dein Kind schlägst, wenn der mit seiner Frau so spricht. Genau. Oder seinem Mann. Oder Genau. seinem Kachelofen, Toaster. egal. Ja, richtig. Jedenfalls fand ich das nicht sehr nett. Macht man auch nicht. Nee, ne? Aber es war jedenfalls sehr schön. Ich freue mich für dich, dass du einen so wundervollen Anrufer hattest heute. In. Ja. Also wenn dieser Freitag nicht schön ist. Dann weiß ich es auch nicht. Neuer Faden. Kommen Sie ran. Was machst du eigentlich und warum bist du gerade auf dem Chihuahua getreten? Das Tor klingt jetzt so. Das ist so Hammer. Das ist gerade so richtig geil in Fahrt. Das Tor. Vor allen Dingen haben wir auch Nachbarn, wisst ihr, die genießen das so. So schön langsam. Das klang wild. Ist voll sweet. Ja. Mal gucken, wie es nächstes Jahr klingt. Vielleicht machen noch andere mit und dann können wir so eine richtig geile Konzert dann mal machen. Straßenohrorgel. Ja. Mal gucken. So, eigentlich müsste das hier. Ach, das reicht. Komm, da schon mal einen Schnitt. Da setzen wir einfach Ja, ich sticke. Und was kann ich dir jetzt noch nicht verraten, weil ist geheim und so. Aber die anderen sehen es doch auch. Ja. Du bist aber nicht die anderen. Das ist richtig. Ja, weißt du? Nächste Woche siehst du es so oder so, kann ich gar nicht vermeiden. Da wirst du dich gefälligst freuen.
So sieht's aus. Dass du schon mal Bescheid weißt. Freuen ist angesagt. Ja, da fehlt noch. Schwupps. Ja. Muss ja fertig werden, wa? So. Einmal vernähen die Busch. Wo muss ich da hin? Da muss ich hin. Versuche auf der Rückseite nur senkrechte Striche zu haben, ja, also Fäden. Das ist ja nicht so einfach, sage ich dir. Wieso ist Tati schon wieder weg? Ich bin grün. Vielleicht hätte ich Ach auch so. einfach mal das Mikro nicht ausmachen sollen. Das ist eine Maßnahme. Ich red und red und red. Ja, und ich rede dir rin und du denkst dir, die blöde Kuh, ich hab doch gerade geredet. Nee, lustigerweise hat das doch ganz gut gepasst. Also ich habe gedacht, wir wollen halten. Hättest du jetzt nicht gesagt, Adi ist schon wieder weg, wäre mir das nicht aufgefallen. Nur irgendwann wird wunderlich geworden, sagst du. Okay, ich lächle und winke einfach. Okay. Sei wie ein Pinguin. Lächeln und winken, lächeln und winken. Ja, genau. Ach, siehst du, apropos Pinguin. P-Pinguin. Pinguin? Pinguin. Ah, Ja, du hast die ja, Sahne neulich zum war Sticken noch ein gebracht. Pinguin im Club. Hallo. Und wie sie da jetzt wegsteht. Ja, ehrlich, oder? Ich dachte, moi. Heieiei. Frau Desano hat Und einen jetzt Pinguin im Stück. ist er schon wieder dabei, sich an Vorlagen anzugucken. Oh Ne? je, oh je. Ich habe gesagt, tu es nicht. Du wirst aus diesem Kaninchenbau nie mehr rauskommen. Ja. Wie aus dem anderen auch nicht. Sie dann, oh, es gibt so viele schöne Vorlagen. Und so, ja, aber man kann sie nicht alle sticken. Aber man kann es versuchen. Das ist richtig. Man kann es versuchen. Oh weh, oh weh. Wenn ich an das Ende sehe. Haben wir eigentlich Kommentare Ja, oder? haben wir. Wir sind safe. Wir sind safe. Wir sind safe. Ich rutsch da mal rüber. Wir haben Kommentare. Wupp. Oh, nee, das war zu groß. So schlecht sind meine Augen dann auch nicht. Ne? Oh, dieses Auge, ich sag's dir. Aber hey, ich weiß jetzt, wie mein Auge aussieht, wenn ich mal kein Schlupflied hätte. Immerhin. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, sagst du. Ja. So, von Mietzi nachgereicht. Miti. Michi. Die ein Viertel ihres Einhorns schon fertig hat. Hast du das mitgekriegt? Einhörner sind toll. Das ist ein schwarzes. Es pupst kein Glitzer. Na, vielleicht schwarzer. Nee, pupst bestimmt schwarzen Rauch.
Schwarzen Rauch des Todes. Das hat schon allen Glitzer, dass es pupsen konnte, gepupst und deswegen hat sämtliche Farbe Ist verloren. jetzt alle, sagst du? Ist verbraucht. Ist leer. Ah, nun wissen wir das also auch. So sehen Einhörner aus, wenn sie alle sind. Ja. Na, guck. Also, Miezi. Hallo, ihr zwei. Vier. Hui, das war schön. Vier liebe Menschen, denen man zuhören durfte. Gerne mehr davon. Ja, gerne mehr davon. Ja. Ja, ganz so viele. Ja, das war wirklich sehr schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nachbarn sind schon was Komisches. Eine Ex-Nachbarin hat auch plötzlich nicht mehr mit mir gesprochen. Keine Ahnung, wie das, was die plötzlich für ein Problem hatte. So. Das weiß man nie. Aber es ist ja nicht dein Problem, sondern ihres. Also egal. Anderer Leute Probleme brauchen dich nichts angehen. Nicht wahr, Warum nicht? vielleicht nicht, aber Wie, was nochmal? brauchen vielleicht nicht, aber es wäre schon interessant, warum der so plötzlich so nett zu mir ist. Ja. Vielleicht wirst du es nie herausfinden. Vielleicht grill ich nächstes Jahr mit dem, wer weiß. Vielleicht sogar Alles dieses ist Jahr. möglich. Wir haben noch den Sommer vor uns, Tati. Ich wollte es jetzt nicht so, ne? Ich meine, Nicht er hat jetzt, keine so Ahnung, sieben Pressure und so. Jahre wieder Hallo zu sagen. Ich wollte jetzt nicht gleich mit dem Grill in den Garten fallen. Hey, du, ich grill hier, ich habe ein Hühnchen, du den Grill, wie sieht's aus? Ist mir auch egal. Ja, das ist auch gut so. Die Salo. Kommt alle. Na, du würdest doof gucken, wenn plötzlich alle, die das Video geschaut haben, vor deiner Tür stehen. Unter Umständen. Ja. Aber vielleicht auch positiv überrascht und entzückt. Die Sanus Herz hat ganz viel Platz für ganz viele liebe Menschen. Aber wer einer nimmt mir meinen Platz weg, dann gibt es Mit, mit dem Sparen. dann wird es schwierig mit dir, ja. Visio is not good cherry eating. Genau, dann ist End with Funny. Yes. Schon wieder. Ich Meine hoffe, Mutter. das ist auf Video drauf. Da hat einer so Was? eine Düdelüdüdüd-Hupe. Wisst ihr? Jetzt wäre es noch cool gewesen, nach dieser Hupe dann das Tor. Ja. Ja, vielleicht synchronisieren wir das. Ja, vielleicht hört auch jemand zu. Ne? Also gebt euch mal ein bisschen Mühe, das zu synchronisieren. Ha? Ja. So. Eure Mitarbeit ist da schon vonnöten. Ja, schon ein bisschen.
Och, Celine, dann wohnst du ja nur einen Katzensprung von mir entfernt. Ja, dann lass die Katze springen, wa? Freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Danke für die nette Unterhaltung. Sehr gerne. Wir haben uns auch alle gefreut. Ja, Ja, hat ne? mich gefreut. Celine, Miezi, Celine. Was geht? Ja, und ich meine, die sticken beide, die pennen beide, da geht doch was. Die kommen auch nie wieder raus aus dieser Höhle da. Celine hat eine gute Kaffeemaschine, da ist vorbei. Die sehen wir nie wieder. Aber hören vielleicht mal. Einen Tati-Dienst. Vielleicht schaffen sie zwischendurch mal so. Ja, Mietzi, hier, Tati-Dienstag, wie sieht's aus? Ne? Dann bist du auch eine von den lieben Netten, die da mal mitmachen. Ja, nicht alle bei der Sahne vor der Tür stehen, auch gern mal alle hier beim Tati-Dienst vor der Tür stehen. Guckt die Tati dann doof, du. Da guckt die Tati dann doof. Das willst du erstmal, das muss er erstmal hinkriegen, Ich gucke immer doof. da. Ja. Keine Bilder. Oh weh. So, Herzeli und Drückeli erstmal hier für unsere Mizi. Aber Celine wird da. Och, Celine steht dem Ganzen doch sehr offen gegenüber, würde ich sagen. Nix, Entschuldigung. Ja, das glaube ich auch. Ja. So, wo muss ich jetzt dahin? Ah, nein, rausgeflutscht. Moment, verabrutscht auch nochmal. Oh, jetzt muss ich da eh für ihn wünsche ich dann ruhig. Naja, dann los, dann dadurch. Zack. Ach so, und ich habe gesagt, dass ich hier mich bemüht habe bei. Nee, das hast du noch mitgekriegt. Bei dem Stickbild nur gerade Striche zu setzen auf der Rückseite. Ja, und da habe ich geblubbert, wen interessiert denn die Rückseite? Ach so. Dich offensichtlich nicht. Nee. Hintenrum geht keinen was an. Sagst du so einfach. In deinem nicht mehr jugendlichen Leichtsinn. Das meine ich sogar so. Aber vielleicht ist da der Meister Spaß, das wisst ihr ja nicht. Erzähl mir mehr. Aber nicht hier. Okay, dann nachher, wenn wir alleine sind. Erstmal lesen wir von der Judith was vor. Okay. Judith schreibt: Wieder mal ein tolles Video und ich habe es mal wieder geschafft zu kommentieren. Yay! Yay, Lola Welle, Wupp, wupp, wupp. Ja, Judith ist ja auch ein bisschen beschäftigt, auch mit dem Facebook. Auf Facebook mit dem Diamond Painting ein Hobby, das verbindet Gruppe. Oh Gott, das war ein völlig falscher Satz, aber ich hoffe, du weißt, was du meinst. Was ich meine, also ihr wisst, was ich meine. Weiß also überhaupt noch irgendwer was? Ich weiß es nicht. Judith ist sehr Nintendo Speed beschäftigt. irgendwie. Was?
Do you speak Germany? Nes, ne, Nes. Ich verstehe. Scheiße. Vielleicht sollte ich es auch wie die Schweden machen. Mein Kind hat Besonders mir hübsch. gestern eine Karte unter die Nase gehalten. Und zwar war das eine Karte, wo drauf stand, das ging um irgendeine Übersetzungs-App. Sowas wie Babbel, so eine Sprachenlern-App. Und dann wurde die Weltkarte gezeigt und wo welche Sprachen gelernt werden am häufigsten. Und dann hielt er mir das so hin und fällt dir was auf? Naja, dass die Schweden Schwedisch lernen. Ja. Ja. Den jetzt wie mir. Dass sie Also, kein Deutsch lernen. dass ich mal Deutsch lernen müsste hier in Deutschland. Wenn ja genug Deutschkurse angeboten. Könnte ich mal versuchen. So. Zurück zu Judith. Zurück ins Studio. Also, viel beschäftigte Frau, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich lese jetzt einfach weiter, ohne irgendeinen Satz versuchen, ohne zu versuchen, einen Satz zu sprechen zu. Also. Wie willst du vorlesen, ohne zu sprechen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist Ich ja soll es nicht einfach sein besser. lassen. Ey, ich bin so weit von schon im Wochenende, das habe ich vorhin schon gemerkt. Blöd nur, dass ich morgen noch einen Tag Arbeit habe. Ich lasse mich mal überraschen, was ich da zusammen fabriziere. Mal gucken. Vielleicht wird es lustig. Oh. Oh. Ja, ach, kann nur lustig werden. So, hab mein Mystery-Bild von Diamond Art Club fertig bekommen. Zu sehen auf meinem Discord. Hübsches Bild. Ja, total süß, ne? Yes. Ein langer Kommentar, damit das Video wieder länger wird. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Oh, wir müssen langsamer reden. Obwohl wir ja jetzt ausgemacht haben, nachdem sich ja. Wer war denn das? Charissa bestimmt. Aber bestimmt Charissa. Die sich ja Im auch schon. Zweifelsfall war es schon. Im Zweifelsfall war Charissa. Die sich ja beschwert hatte. Jetzt haben wir ja bloß ein paar Minuten zu den 3 Stunden gefehlt. Woraufhin ich ja, sie gesagt habe, ich hänge so ein Loop dann mit dran. Im Zweifelsfall mache ich einfach die Folge dann doppelt. Ja, man kann das auch langsamer hören, also nicht nur schnell, man kann das auch Stimmt. verlangsamen. Oh. Dann reden wir. Oh, wei, bloß nicht. Oder einfach nach 5 Minuten immer wieder 5 Minuten zurückgehen. Das geht Und auch. dann 1 Minute länger und dann wieder 5 Minuten zurück. Nur nicht, wenn ich irgend so ein Mist daherrede. Weil sonst wird es kritisch. Also gar nicht. Sie ist halt wieder.
in Bestform, ne? Bin auch irgendwie gar nicht so müde wie sonst. Ja, deswegen bist du auch in Stänkerlaune. Merkt das schon. Bin immer in Stänkerlaune. Wenn ich müde bin, kann ich das noch nicht so ausleben. So, jetzt fehlen noch die Backstitche. Rückstiche. PS, Ostern ist immer das erste Wochenende nach Vollmond und nach Frühlingsanfang. So, jetzt wissen wir das auch. Dann wissen wir, was wir für nächstes Jahr schon wieder vergessen haben. Ja. Ich weiß, ich hatte das auch mal in irgendeiner Doku gesehen. So, was? Tanja ist ja schier verzweifelt. Warum? Ich habe ja irgendwann mal erzählt, dass ich auf dem Karfreitag geboren wurde. Und dann kam von ihr so, oh, du hast ja Freitag Geburtstag. Hä? Nee. Ich war auf Karfreitag geboren, aber ich habe nicht am geboren. Und sie, hä? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja auch nichts dafür, dass der Karfreitag 1974 an dem 12. April war und dieses Jahr ist er am 29.03. Dim, dim, dim. Also hast du doch Freitag Geburtstag. Ich habe am 12. April. Ah, okay. Also Freitag. Ja. Es war schon, also ich hatte ein bisschen Angst, dass dann da am Karfreitag eine Nachricht kommt, Happy Birthday. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber es ist nicht passiert. War nicht so. Okay. Schon ein bisschen lustig. Hat sie irgendwie durcheinander gebracht. Ja, es ist halt, ich meine, wenn du sagst hier, ich habe am Heiligabend Geburtstag, ne? Weißt du, ja, ist immer 24. Dezember. Yes. Aber wenn du sagst, du bist auf dem Karfreitag geboren worden, das kann halt jedes Jahr ein anderer Tag sein. Ja. Ich bin Pfingstsonntag geboren. So viel dazu. Ich muss ja jedes Mal, wenn mich einer fragt, wann haben Sie denn Geburtstag? Moment. Schau mal im Kalender. Der Kondom. Geht es auf und davon? Ach nö, nicht schon wieder. Doch, schon wieder, ich merke schon. Ach, das ist doch nicht wahr. Ach ja. Das wird hier heute lustig. Wie sonst auch. So, wo muss ich denn die Backstitche langsetzen? Palim. Palim, palim. Palim, palim. Na? Da sind wieder da. Da bin ich wieder. Ist jetzt herrlich. Ich ab, das ist auch ziemlich unmöglich. Das weißt du schon, ne? Ja, das war aber egal. Es wird ein herrliches Zusammengeschnibbeln.
Ach naja, also ich habe dich ja reden hören. Also es ist ja nicht, dass du weg warst, sondern. Irgendwann, aber nicht sofort. Also ich bin dann quasi als Erster in der Linie weg. Bei dir. Du haust also erst ab und lässt mich aber noch ein bisschen weiter quatschen. Ja, ich lasse die Leute immer zappeln. Genau so mache ich das. So mache ich das. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ich hier jetzt Das gerade mache, aber pff, nehmen wir einfach mal an, das macht Sinn, was ich hier jetzt mache. So. So. Weiter, hier stichelt hier. ja, aber ich darf nicht, oder was? Du stickst doch auch. Echt, du hast gerade von Sticheln geredet. Ja, ich stichel. Ich stichel diese Vorlage. Vielleicht, eventuell, mal gucken. Das ist aber ein sehr langer Backstitch. Rückstich. Naja. Ich brauche jetzt den 9.6 mal ein bisschen Farbe hier reinbringen. Ja. Bring mal Farbe. Bisschen grün. Zack. Boah, das sind ja wirklich, die sind ja einen halben Kilometer lang hier. Cool. 1, 2, 3. Warte mal, ich kann es daran abzählen. Zack. Da, glaube ich. Nee. Da. Ei. Ob das so aussieht? Na, ich weiß ja nicht. Aber gut, ich krieg's ja nicht. Ja. Ist ja nicht meins. Ist das Kunst oder kann das weg? Yes. Hatte ich schon gesagt, dass Judith ein Herzeli und ein Drückerli gekriegt hat? Wenn du es gesagt hast, habe ich es nicht gehört. Dann wiederhole ich das für dich auch nochmal. Judith hat ein Herzeli und ein Drückerli bekommen. Ja, das ist halt so. Sprache war heute ausverkauft. Gibt es morgen wieder, vielleicht. Hoffentlich. Wäre halt vom Vorteil, wenn Kunden dich verstehen. Meinst du? Auch die Woche irgendwann Rücksprache gehalten im Second. Und sagt die Kollegin zu mir, ja, sagst du dem Kunden, er hat einen Mitwillenden. Was? Was hat er? Ich kann heute nicht mehr sprechen, aber du sagst ihm das bitte genauso. So, ja. Ich sag ihm genauso, er hat eine mitten. Was? Wann habe ich? Ist das schlimm? Muss ich jetzt sterben? Eine mitten. Und was hieß es jetzt? Mitwirkungspflicht. Achso. Hat sie irgendwie immer nicht rausgekriegt. Sie hat sich ja total verheddert. Aber manchmal gibt es so Wörter, also
Da denkst du dir, die hat nicht der liebe Jott geschaffen, diese Wörter. Ja. Ja, eine Mitwirkung. Was? Hier bitte. Was auch beim zweiten und dritten Versuch nicht funktioniert. Sie hat das Wort einfach nicht rausgekriegt in dem Moment. Die Arme. Ja. So, hier ist einfach mal querbeet und irgendwie, ich mache die jetzt irgendwie, weil man es auf der Vorlage nicht sieht. Was? Ja. Aber gut. Ganz gespannt, wie das wird, mein erstes Heaven-Entwurf anzusticken. Hast du denn den Stoff schon? Ja, mittlerweile ist der Stoff angekommen und der falsche ist auch schon wieder zurückgeschickt. Wunderbar. Also ich kann das dann nächste Woche ganz in Ruhe im Urlaub alles vorbereiten. Und dann kann es weiter losgehen. Was sind die wir gespannt? Das schaffe ich nicht in einem Jahr. Meinst du? Ja, da habe ich so Befürchtungen. Hm. Ich weiß nicht, wenn du Weil ich da. ja auch noch mein Solo-Stitch mache. Ja, stimmt auch wieder. Aber gut, du hast dir 6 auferlegt. Ja. Ich hätte mir eigentlich auch vorgenommen, das jetzt im April mal ein bisschen lockerer zu sehen und anderes auch mal zu sticken. Aber gut. Die ersten 5 Tage hat es nicht funktioniert. Ich will aber allen zeigen, dass ich es bin. Ich bin die Tante. Keine Ahnung. Ja. Lass dich überraschen, am allermeisten von dir selbst. Ganz einfach. Das ist eigentlich auch Opa, was ich sticke. Hauptsache, ich habe Spaß dabei. Korrekt. Es gibt ja auch viele, die gefühlt jeden Tag was anderes sticken müssen und ich bin halt eher so ein monogamer Sticker. Da haben wir wieder die monogamen Sticker. Die sind noch schlimmer als die Monogamen. Ja, die sind richtig hart drauf, da sag ich dir. Richtig. Das sind die Triple O. Huch, Entschuldigung, jetzt habe ich alle angeschubst. Hatte jemand Joghurt im Rucksack? Ja. Na, jetzt nicht mehr. Oder noch mehr verteilt. Soll ja auch gut für die Haut sein. Im Rucksack. Du kannst ja deinen Kopf eintunken oder so. Dann hat das noch einen Sinn. Was auch Sinn hat, ist noch ein weiteres Kommentar. Yay. Hau raus. Rausch. Katharinchen schreibt: Meine beiden Hübschen, wie schön euch zu hören. Oha.
Jetzt Honig ums Maul schmieren und gleich Ja, kriegen wir Haue, bestimmt. dann will noch wieder irgendwas. Ja. Zum Thema Videos. Siehst du, jetzt nämlich schon los. Die von Tati werden um 2,56 Minuten länger und die von euch beiden anscheinend um 1,56 Stunden kürzer. Ich weiß, wir müssen überall sparen, aber so. Das wird alles Ja. notiert, ja. Die hat wahrscheinlich schon also so ein Notizbuch, so Ja. Wochenkalenderwoche, keine Ahnung, 13 Video, nur eine Stunde 32 Minuten. Heißt Die macht bestimmt auch so eine minus, Hochrechnung. ja. Und am Ende des Jahres kriegen wir dann eine Liste, hier so und so viele Minuten habt ihr zu wenig gemacht. Das will ich Das nachgeholt dachte ich sehen. mir. Nee, das wird nicht nachgeliefert. Ich mich auf Farbe gefreut, jetzt habe ich hier wieder so beige. Ja, was denn gegen Beige einzuwenden? Eigentlich nicht, aber so zwischendurch mal ein bisschen Farbe in einem Frühlings. Wichtelbild, weiß ich nicht. Kann man schon erwarten. Ah, Papperlapupp. Stell dich nicht so an. Ich habe da ja jetzt so einen kleinen grünen Fleck. Den kann ich mich ja aufheilen. Siehst du, kannst dich darüber freuen. Über diesen kleinen grünen Fleck. Soll ich die da mitten drin setzen? Was ist denn das? Das ist doch total doof. Mach ich einfach so. So hast du jetzt davon. Das genauestens kontrollieren. Dusis. Bestimmt auch so eine Kreisdiagramme schon angefertigt und so. Ja. Bin fast von überzeugt. Ende des Jahres kriegen wir das alles um die Ohren gehauen. Naja. Oh nee, das sieht nicht gut aus. Das machen wir mal Ich würde anders es jetzt. nicht so leichtsinnig daher sagen, du sitzt, du bist näher dran als ich. Ja, aber das muss ich auch erstmal schaffen. Und so wie die Bahn momentan fährt, ach, da ist Ist ja jetzt auch keine nicht so Bahn. schnell mit Besserung zu rechnen. Da bin ich dann doch noch etwas gechillt. Okay. Das wird schon. Ich finde es sehr schön, dass Gabi sich einen Arbeitsplatz im Schlafzimmer mit Hilfe ihres Mannes gebaut hat. Wie hast du den Mann denn gebraucht als Hammer? So nett. Habe ich denn hier gestickt? Was ist das denn? Ist das so richtig? Muss das so? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Macht das ordentlich. Ach, ich sehe hier ja nicht mehr durch. Im Bild. Ja, irgendwie schon. Hä? Ich kann die Farben nicht erkennen, Junge. Warum nicht? Weiß ich nicht. Zwei daneben, da kommt das da runter. Dann mache ich erstmal das, um mich hier zu orientieren. Meine Güte. So. Ich habe auch so lustige Farben wie weiß und beige und hellgelb. Und das soll ich jetzt unterscheiden können. Ja.
Natürlich. Bleib doch nicht immer da an der Ecke hängen. Was ist denn mit dir? 20%. Dann hast du den Wichtel geschafft. Bist du so konzentriert Oh ja, bin ich oder tatsächlich. bist du schon wieder? Ich bin konzentriert. Aber bei Tati anscheinend schon wieder weg. Na toll. Das ist super, das ist fein. Ja. Ist das herrlich. Das wird immer schlimmer, ey. Sollen sie mir doch endlich mal hier vernünftig Internet schicken. Nein, das sieht nicht gut aus. Jetzt mit der Glasfaser. Die liegt. Ja, dann Aber benutze sie doch mal. auch nur in der Erde rum. Das ist schlecht. Ja. So. Arbeitsplatz. Vielleicht sollte ich die Rückstiche nachher machen. Das ist ja, Mann, ist das aufregend. Dann passt die rote Lampe auch ins Wieder sehr abgehakt. Ambiente. Na, ich freue mich. Kriegst du doch die Krise, ey. Frau Tati, hören Sie mich. Käthe an Tati. Hallo? Gut. Machen wir nochmal Pause hier. Ja. Versuchen wir es. Ganz schnell. Tja, siehst du, Ja. also das ist der Grund, warum es keine 3-Stunden-Folgen gibt. Weil die Verbindung scheiße ist. Wisst ihr Bescheid? Genau. So. Macht mal eine Demo. Besseres Internet für Kate. Yes. Bitte. Bitte, bitte. So, wie die Primadonna da noch Platz hat, verstehe ich allerdings nicht. Die liegt da jetzt rum, ne? Man passt ja auch ganz gut mit der roten Lampe. No. Ist aber auch leider immer noch nicht fertig, weil die Kunden die unangenehme Angewohnheit haben, mich ständig dabei zu unterbrechen. Wie unangenehm. Ich muss denen mal sagen, dass es sehr unhöflich ist. Sie haben mich gestört. Ja, aber wir nähern uns Stück für Stück dem Ende. Na bitte. Das freut doch jeden. Aber ich glaube, dann brauche ich erstmal ein Bild mit runden Steinen. Aber auch das wird sich in deiner Sammlung finden. Bin ich Auf ziemlich jeden Fall. überzeugt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tiger Oh ja. Freund hat. Ah, der ist so schön. Das ist ein sehr schönes Bild, ja. Vielleicht lege ich mir den einfach oben auf den Tisch. Quatsch. Retija. Das ist dein neuer Tanzbereich.
Das wäre sehr schön. Also, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Bild. Würde ich dann im Schlafzimmer direkt neben dem Wolf hängen. Dann können sie Beine kabbeln, wie sie wollen, wie sie lustig sind. Noch Platz. Oh. Und Peter antwortet schon wieder nicht. Ach. La, 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 la. Ich lese einfach stur jetzt so weiter. Das ist doch unglaublich. So ein Mist aber auch. Ja, ich bin ja auch schon wieder rot. Alles doof. Ich höre Töne. Ja, ich lese weiter. Mit den Ja. Tüten fällt mir immer wieder der Bohnenquark von Gabi ein. Ich musste so lachen, ja. Wir mussten alle lachen. Vor allem, weil wir alle genau wussten, was kommt, ja. Ja. Männer. Ne. Ich halt in dem Moment nicht völlig, ne? Das war für mich so logisch, dass ich nur das Obst in den Quark kaufe und nicht die Bohnen und die Karotten. Ich bin den ersten Mal so, hä? Ja. Warum willst du nicht, dass ich da alles in den Quark kaufe? Aber es ist wirklich so, also so eine Situation hatte ich mit meinem Kind nämlich auch schon, wo er denkt, naja. Da sieht man halt, wer die Küche macht. Ja. Ja. Der Bunk war, der war episch. Der war toll. Ja. Lecker Bohnenquark. Nur echt bei Tati. Ja. Kannst du teuer verkaufen, doch. Ich sag's dir. Altes Familienrezept. Genau. Ich finde es sehr schade, dass die Waren mit Mindesthaltbarkeitsdatum in Klammern an dem Tag abgelaufen nicht mehr an die Tafel gegeben werden darf. Dürfen sie nicht? Mir ist ehrlich gesagt auch unsicher. Also es gibt Lebensmittel, die dürfen gar nicht an die Tafel, egal wie unabgelaufen die sind oder nicht. Ja, Tafel ist halt auch noch so eine Sache. Das ist gut. Hatten wir hier auch mal, ist aber irgendwie auch verschwunden. Da war eine ganze Weile nichts und dann kamen ein paar Feen an. Aber das ist auch nicht mal. Tja. Aber ich weiß, also ein paar Mal habe ich tatsächlich auch welche dann abends dann abholen fahren sehen. Wow. Aber das ist schon lange her, in letzter Zeit ohne mehr. So, obwohl der Bedarf daran mindestens dreimal so hoch ist als vielleicht noch vor 3 Jahren. Ja, in der Tat. Das ist ja sowieso, also
Viele Diebstähle nehmen ja zu, ganz einfach, weil die Leute sich Essen klauen, ja. Weil sie eben sich nur schleißen können. Zwei. Hoch und. Ach, ich bin schon wieder weg. Das ist aber schön. Ja, das ist sehr schade, halt. Ja. Das ist doch. Na, bist du wieder da? Das ist hier Ja. heute ein Grauen. Ich sag's dir. Ja. Vielleicht hat der Osterhase ja auch die Verbindung auch noch verlegt. Also So. dann kriegt er jetzt aber langsam mal eins auf die Nauze. Aber so richtig. Da wird er nicht nur auf dem Dachboden aufgehangen. Ja. Was hast du denn noch mitgekriegt? Frage. Okay, also wir finden es schade, dass einiges nicht mehr an die Tafel geliefert werden kann, obwohl der Bedarf da ist. Ich meinte noch, ja, dass der Diebstahl ja höher geworden ist, weil eigentlich viele Lebensmittel klauen, weil sie Genau. sich einfach nicht mehr leisten können. Das ist doch sehr traurig. Bedenklich. Auch. Ja. Ja. Korrekt. Wenn du an einem Punkt bist, wo du klauen musst, wird es schwierig. Zum Thema ASMR-Videos. Ich hasse Essensgeräusche und Trinkgeräusche und liebe Regen und Gewitter. Ja, Regen und Gewitter mache ich mir auch immer abends an. Muss ich bloß früh schnell ausmachen, weil sonst penne ich, sonst schlafe ich. Mache ich Winterschlaf. Hast du was von Käthe gehört? Nee, die App braucht noch. Also, ach, das ist so schön, das ist so beruhigend. Und wenn du halt wirklich richtig Gewitter hast, dann mache ich es auch. Dann mache ich meine Jalousien runter, mache dahinter das Fenster auf. Lass noch so ein bisschen Spalt, dass ich dann auch den Blitz mitkriege. Ah, oh, ich liebe das. Das ist so schön. Ja, herrlich, herrlich. Schnippidi schnipp. Über die Schnapp. So. Sieht komisch aus. Naja, gut. Ist ja ein Geschenk Ah ja, von. das ist ja noch für Tati. Mach ich Passt mir. schon. Ja, genau. Siehst du, Regen und Gewitter macht sie sich nebenbei beim Sticken auch manchmal an. Ja, natürlich. Wenn unsere Folge zu kurz ist, dann muss man sich noch Regen und Gewitter antun. Da hast du recht. Ich freue mich auf den nächsten Dienstag. Bis dann, tschüssi. Nee, die macht mich dann kein Regen und Gewitter an. Die Sondern. ist dann sauer, dass sie so eine kleine Gewitterwolke über dem Kopf hat, Ach so. Das ist ja weil die natürlich auch ein Folge so bisschen. kurz war. Siehst du, so kannst du das auch machen. Ja. Ja. Da brauchst du dann keine App dafür. Gelöst. Ist so wie Olaf. Olaf hat ja auch seine kleine Wolke. Und Katrinchen sitzt dann auch mit da mit ihrer Gewitterwolke. Und vielleicht kennst du auch keine Hildegard. Wahrscheinlich. Und lustigerweise im Englischen heißt er Samantha, ne? Echt?
Ach ja, kannst noch nicht auf Englisch geguckt. Da kennt er keine Samantha. Amanda! Wie kommt man denn dann auf Hildegard? Ist sowieso, manchmal denke ich mir, ja, was übersetzen die denn? Ja, Ist also manchmal ich bin schon mir sehr ziemlich sicher, lustig. dass Hildegard nicht die deutsche Form von Samantha ist. Schön. Hildegard. Auch keine Hildegard. Ich mag Vielleicht, Olaf. ja, Olaf ist toll. Ich mag eh immer die knuffigen Charaktere. Olli und Olaf. Mag ja eigentlich immer gerne die Bösen. Allerdings nicht im Trickfilm tatsächlich. Aber wenn so richtige Verfilmungen und so sind, dann finde ich ja tatsächlich die Villains charmanter als die Guten. Kurios. Aber ich glaube, das geht vielen so. Mir nicht. Nee? Du guckst Ich gar habe nicht. nicht viele Anti-Helden, die ich mag. Oder Bösewichte, die ich mag. Ach doch. Also Loki mag ich. Und er ist ja auch eher nicht so der Gute. Ja. Fängt schon an, schwierig zu werden. Ja, aber ich finde es halt wahrscheinlich, weil es halt schauspielerisch interessanter ist und herausfordernder als so die Guten. Finde ich irgendwie immer ein bisschen nicht so, ja, langweilig. Es sei denn, du bist der Gute und trotzdem das Größte. Hallo. Wie Deadpool. Zum Beispiel, Deadpool ist cool. Der ist lustig. Ja. Ja, nee, das ist schon lustig. Ja, aber jede Eva hier wieder oder in der Versenkung verschwindet oder einer von uns. Beziehungsweise eigentlich bin ich. Ich bin schuld. Ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja zu. Machen wir mit Desano weiter. Desano hat geschrieben. Kommentar hinterlassen. Check. Po. Hinten. Was? Mental hinten. Hinterlassen. Ich habe nur Kommentar hinten verstanden. Du willst auch nur das hören, was du willst, ne? Wahrscheinlich. Check. Foto erhalten. Uncheck. Jetzt check. Habe ich nachgesandt. Unterhaltung wieder nett. Check. Bis dahin und tschüssi. Check. Kommentar Ende. Check. Herzeli. Kommentar angekommen. Kommentar Check. angenommen. Das kommt doch vor. Herzli. Check. Drückerli.
Yes. Ich habe es nachgereicht. Asche auf mein Haupt verteilt. Deswegen noch grauer. Oh ja. Ist ja Was nicht so soll's? schlimm. Oh? Ist ja nicht so schlimm. Nö. So, nee. Sonst denke ich hier jetzt weiter viel zu doll hier drüber nach, wo steche ich jetzt eine. Ich sehe das echt nicht. Sieht man es auf der Kamera? Dann könnte ich es über der Kamera stehen. Sieht mal was? Ja. Auch nicht wirklich. Mist. So ein Mist. Hast du da bloß wieder angestellt? Chaos pur hier wieder. Ja, schade jetzt hier, ne? Jetzt Ja. würden wir noch so gerne weiterreden, aber unser Netz, mein Netz, macht da nicht mit. Jetzt kannst du Folgendes machen: einfach die Folge nochmal abspielen, dann kommst du über 3 Stunden. Ja. Oder hörst Oder du da einfach rückwärts laufen. irgendeine alte an? Ja, lass dich überraschen. Ja, genau. Kann man das einstellen? So die Wiedergaben, also Kannst die du Playlist Playlist. kannst du zufällig machen? Süße, dann mach doch das. Und lass dich überraschen. Ja. Genau. Vielleicht ist das so ja noch erschreckender als so schon. Hast du mal alte Folgen von uns angehört? Ich nicht, ich traue mich nicht. Nein, ich möchte das nicht. Jetzt bringen wir ich nicht. Ah. Also, das nächste Mal angebunden mit Tesafilm die Augen aufgehalten und dann zack, hier. Dann die Dienstag. Kannst du Die binge-watchen. wem? Ja? Bald 2 Jahre. Ja. Im Mai. Ja. Welchen Mai haben wir denn angefangen? Ich weiß es nicht. Man Ich muss glaube, sich es war der nachgucken. 10. Irgendwie Ja. habe ich den 10. im Kopf. Muss sich nachgucken. Dann müssen wir ja mit Pauken und Trompeten von dannen reiten. Nein, also. Keine Schnell Ahnung. weg. Wir sind dann mal weg. Tschüss. Wir gehen wandern. Auf Wiedersehen. Hat denn keiner die Sneak Peek von diesem geilen Kolibri, sag mal? Das ist sehr schade. Wo ist ein Kolibri? Der bei der mit A-Club rauskommt. Vielleicht noch nicht. Ja. Wobei, heute ist Freitag. Aber der kam schon, also der kam schon, er ist schon auf Facebook. Instagram zu sehen. Instagram. Ich habe schon lange keine Unboxings Na, ich zeigen gucke mir können die für an, die Sneak mich Peek. interessieren. Um zu sehen, wie die Steinchen, also wie das dann am Ende wirkt. Mittlerweile. Das ist. Dann so eine Blüte hier Feierabend. fertig und jetzt. Eine Blüte? Ich denke, du strickst Gnome. Ich kann wirklich nicht mehr. Na, an den Gnomen war ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt erstmal das Schild in der Mitte gemacht. Jetzt bin ich gerade da links am Schild, also ja links und rechts so ein bisschen Blumen und Grün und so. Und da bin ich jetzt gerade links am Schild.
voll am Schild. Aber wir haben 20,99% geschafft jetzt. Wir, hattest du einen kleinen Sklaven dabei? Ich Kann das verstehe. so, dass er eh nicht gehen, ohne es glauben. Ja, jetzt, wo du arbeitest, nicht? Ja. Das stimmt. Das sind die ganzen Nachbarskinder. Ja, deswegen dauert es doch noch ein bisschen länger, aber sind noch nicht ganz so geschickt. Ja. Kommt mit der Zeit. Übung macht den Meister. Yes. Jetzt ist die Leitung stabil. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Das Tarnen und Täuschen. In 5 Minuten ist er wieder. Ah, wirklich. So was Dummheit. Ungeschicktes. Du was Unerhörtes. So, meine Lieben. Ihr Lieben da draußen. Ich sage erstmal vielen lieben Dank, Tati, für deine Ich Zeit danke auch. und deine Geduld. Und vielen Dank für die Zeit und die Geduld von den Leuten da draußen. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich freue Mir auch. mich auf nächsten Dienstag. Und du bestimmt auch. Ja. Wenn nicht, kleben wir die Klebeband in die Mundwinkel und ziehen da dran. Dann freust du Okay. dich auch. So machen wir das. Bis Okay, dahin, okay. bleibt uns gesund, bleibt uns fröhlich. Hörnchen aufrecht und tschüss. Tschüss.